Port de Nisson in der Nähe von Tongara. Das ist weiter nördlich, die Stadt. Also das beide gehört eigentlich fast zusammen. Ja, morgen um 8:30 Uhr. So könnte man jeden Morgen aufstehen. Der Aussicht auf das Meer. Schön warm. Sicher etwa 24, 25 Grad. Wir sind auf einem Aussichtspunkt. Und auf dieser Seite das Meer. Mit einem Riff vorgelegen. Ich glaube, da kann man nicht schwimmen. Also gestern war das Wasser weg. Darum hat es relativ gestunken. Heute haben wir Flut. Sieht doch so besser aus. Das Wasser ist relativ warm. Also ganz rein zu gehen, wahrscheinlich eher zu kalt. Aber mit den Füßen ist okay. Wir sind hier bereits schon an unserem Campingplatz ankommen. Und das um 3:30 Uhr am Nachmittag. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen weiter fahren, bis nach Gavantes, in der Nähe von den Pineapples. Aber da wir ja so viel Zeit haben, noch, bis auf Perth, sind wir noch ein paar Sachen anschauen, sind vom Highway weggefahren, sind hier die Sandy Cap. Anschauen. Hier ist irgendwie alles Sandy Beach oder Sandy Cap oder was der Teufel los. Einfach alles mit Sandy. Dann sind wir dahinter gefahren und was sehen wir hier? Ein geiler Campingplatz. Für $20. Und das direkt am Meer. Also das Meer ist gerade hinter dem Hocker da. Zeige dir nachher ein paar Bilder. Ja, muss sagen, perfekt. Da haben wir uns gesagt, wieso sollen wir weiterfahren und irgendwo an der Küste etwas schlechter finden. Dann bleiben wir doch gerade hier. Pineapples sind jetzt etwa noch 70 km entfernt. Also in einer Stunde sind wir auch dort. Von dem her machen wir den Fall morgen. Und wir sind etwa 260 km von Perth entfernt. Und am Freitag fliegen wir erst ab. Also haben wir hier noch Zeit, die Küstenstädte anzuschauen. Ich muss sagen, sehr schön gepflegt. Meistens sind es so Feriensiedlungen. Ja, ist nicht viel los. Wie gestern in Port de Nissen. Jetzt haben wir Lehman angeschaut, eben Greenhead. Ja. So, ab auf Beach. Jetzt laufen wir da rauf.
Wir sind hier am Lake Tethys. Der See ist bekannt für seine Stromatolithes. Genau, so heisst das Ding. Das ist eine Steinform. Das sind Mikroorganismen, die noch wachsen. Also die Steine hier, die wachsen. Okay. Mal etwas anderes, wo Steine wachsen. Der See dahinter ist wie viel mal gross? Wie viel mal mehr Ding? 1,5 mal mehr salzig als ein Ozean. Genau. 1,5 mal mehr salziger als der Ozean. Ich glaube, wenn man hier schwimmen würde, würde man nicht runtergehen. Wie am Toten Meer. Ich glaube, das ist schon tot. Schauen wir uns mal aus der Nähe an. Hier sind wir wahrscheinlich in einem der bekannteren Nationalparks in Westen Australien. Ich würde mal sagen, eventuell sogar einer der bekannteren in ganz Australien. Der Nambung Nationalpark. Die einen oder anderen sagen jetzt wahrscheinlich Nambung. Noch nie gehört. Ja. Der Nationalpark ist unter einem anderen Namen bekannt, nämlich die Pinnacles. Und das schauen wir jetzt an. Viel Spass! Also die kleinen Pineckel sind so speziell. Und dass man hier mit dem Auto durchfahren kann, finde ich also noch spezieller. Das ist eine coole Sache. Der jetzt hier durchzulaufen wäre vielleicht nicht so ratsam. Darum kann man mit dem Auto durchfahren. Und das Problem ist eigentlich bei diesen Pineckels, wir können bauen an jedem, wie soll ich sagen, Ausbuchtung, die es hier hat, anhalten und ein Foto machen. Denn jeder Stein, den man hier sieht, sieht immer anders aus. Und jeder ist irgendein Foto wert. Gemacht worden durch Sand, Erosion, Regen. Über Millionen von Jahren sind die Steinformationen geschliffen worden. Und interessanterweise, gerade hier, all in dieser Gegend hier. Man kann sich hier also frei bewegen. Man kann voll durchlaufen, überall rumlaufen. Es hat ein paar spezielle Orte, wie zum Beispiel der Hocker dort hinten. Dort sollte man jetzt nicht drauf aufsteigen, weil es gefährlich ist. Ich weiss jetzt nicht, dass dort gefährlich sein soll, aber es steht eine Tafel dort, man soll nicht raufgehen. Aber sonst rumlaufen und mit dem Auto an diesen Spuren entlang, also dieser Fahrrinne, die es dort hat, ist relativ eng. Also man darf nur mit Autos durchfahren, eine gewisse Länge haben. Das wird an der Info vorne gecheckt. Und dann wird es freigegeben. Und dann darf man den Pineapple Drive in diesem Sinn machen. Also mit Auto, die nur zwei Radantrieb haben in diesem Sinn. Also es muss nicht zwingend vier Radantrieb sein. Hure schön. Aber, wie gesagt, am Netz. Es hat Fliegen, das ist unglaublich. Unglaublich, die Fliegen, die hier sind. Also ohne Netz rumzulaufen ist fast nicht möglich. Auch wenn es
eine kleine Brise hat von Wind, aber das ist schon heftig. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks.